Ah, gehen wir mal weiter. Wo ist jetzt unsere Pfanne? Ja, das ist das Versteck. Oh, Pfanne. So. Mein Eiskaffee habe ich jetzt während des Nasenputzens irgendwie leer gemacht. Also, erst Nase geputzt und dann Eiskaffee. Ich muss nämlich. Ich muss öfters trinken. So. Weil es einfach. Ich muss hier sehr viel vorlesen. Und ich möchte nicht einfach so plump vorlesen. Auch wenn ich echt nicht gut in sowas bin, wollte ich so ein bisschen die, mit Stimme verstellen und so. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie ein interessantes Spiel. Ich hoffe, ich mach das nicht kaputt. Ja, es tut mir voll leid. Sorry. Also ja, und trinken wegen... Ich habe im Moment einen echt roten, erröteten Hals. Also im Moment... irgendwie... Ich glaube, ich kriege Schnupfen oder so. Diese Lady... Okay, das hatten wir schon... Ja, dann verstehe ich jetzt gerade gar nichts. Oh! Wir könnten hier runtergehen. Oh! Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Vielleicht kriege ich es ja heute durch. Vielleicht kriege ich es auch erst morgen durch. Du. Geschlossen? Das ist eine Sauna. Achso, ich habe jetzt auf manuell Text. Hier an der Tür ist ein Notfallaggregat, um die Temperatur einzustellen. Also ich habe jetzt... Ich glaube, das ist so bei Dialogen, sollte es jetzt nicht mal so automatisch sein, sondern manuell, weil manchmal ist es ein bisschen zu schnell und dann... Ich muss vorlesen nicht hinterher. Oh, Entschuldigung. Ich muss jetzt nicht duschen. So schlecht rieche ich noch nicht. Ich war heute duschen. Warte, kann ich da irgendwie. No. Das ist abgeschlossen, aber. Da ist etwas Glitzerndes drin. Wenn ich doch nur eine Schlüssel hätte. Oder ein Dietrich. Oh, ich muss einen Dietrich suchen, ne? Das ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Mit einem kleinen Stimmbruch. Das? Noch da? Nö. Ist hier irgendetwas, was ich mitnehmen kann? Sieht aber schon süß aus. Dafür, dass ich kein Pixel Art Gameplay mag, also Games mag, ist das schon. Ja. Das ist komisch. Dieses Bild sieht anders aus als andere. Oh, diese Wand ist aus Papier. Kann ich da durch? Kriegen wir irgendwo einen Dietrich hier? Ich glaube, es macht niemand etwas aus, wenn ich da reinschaue. Hey, was ist das? Ein Taschenlampe an einem Schlüsselring? Wie praktisch! Komm ich irgendwo her? Hey, was ist das?
Eine Blume? Die riecht echt gut. Wieso habe ich das? Na klasse, wir sind eingeschlossen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg nach draußen. So. Das habe ich hier alles, ne? Okay. Why not? Auch sowas wie so ein Dietrich oder einen Schlüssel. Wie gespeichert? Davon habe ich nichts mehr. Toter Fisch. Brauchen wir noch eine Pfanne. Yo, was geht ab? Hey, Zombie! Was, Lucia? Kann ich eine von deinen Haarnadeln haben? Wofür? Mein Pony hängt mir im Gesicht. Ins Gesicht. Du hast doch gar keinen Pony, Lucia. Mein Pony ist auf der Hinternseite, Doofi. Ach, egal. Hier, nimm einfach und lass mich für eine Weile allein. Mein Pony ist am Hinterkopf. Oh, Du. Das war der hier, ne? Ich kriege langsam Bauchweh. Okay, das sollte funktionieren. Da! Ich hab's! Ups, die Haarnadel ist kaputt. Tut mir leid, Zombie. Was zur Hölle ist das denn? Eine Maske? Sieht irgendwie gruselig aus. Uhu. Wofür? Ich weiß, kann nerven, aber hey, why not? Wir können ja erstmal gucken, ob wir die Maske der Schwester zeigen können. Oh. So. Oh Gott! Oh meine Fresse. Das kann ich hier nicht benutzen. Oh, okay. Hey, hier drin sind keine Kinder erlaubt. Wusste ich's doch. Hier arbeiten tatsächlich Leute. Und ich bin einfach hungern. Hast du nicht gehört? Ich habe gesagt, dass hier drin keine Kinder erlaubt sind. Das habe ich schon, aber ich habe es einfach ignoriert. Und wer bist du? Und deshalb hasse ich Kinder. Ich heiße Mikuya. Aber die Hexe nennt mich der Schlechter. Ich dachte, du wirst ein Koch. Hier hat seit Ewigkeiten niemand mehr Essen gekocht, Kleiner. Hier ist alles roh. Oh, so wie Sushi? Nein, nicht wie Sushi. Weißt du, wovon Hexen sich ernähren? Ich glaube, Mama hat mir dazu mal aus einem Buch vorgelesen. Lebkuchenhäusern? Weißt du, Kindchen, das ist echt nicht der richtige Ort für Kinder. Und du wirkst echt in Ordnung, aber pass einfach auf dich auf, während du hier bist. In Ordnung. Aber gibt es hier irgendwo etwas, was ich essen kann? Schau, ich werde versuchen, dir einen Schokoriegel oder sowas zu besorgen. Aber fass hier nichts an. Okay. In Ordnung. Übrigens, wo ist denn dein Gesicht? Ich hab keins. Warum nicht? Jeder sollte doch ein Gesicht haben. Kleine, ich halt nicht jeder. Was? Kleine, ich bin halt nicht jeder. Ich bin nicht mal menschlich.
Was bist du denn dann? Du stellst zu viele Fragen. Wie wäre es mit einer weiteren Frage? Hast du zufällig ein großes, scharfes Messer, das ich haben kann? Ein kleines Mädchen mit einem großen Messer? Das ist schon echt gruselig, selbst für mich. Und nein. Wir können halt nicht alles haben, was wir uns wünschen. Nicht mal ich. Und was möchtest du denn haben? Ein Gesicht? Tatsächlich, ja. Aber das ist leider nicht so einfach. Hey, Herr Schlechter! Ich habe ein Geschenk für dich. Hm? Ich habe dir ein Gesicht gefunden. Aber wie? Du hast doch nicht jemanden das Gesicht Tada! Oh. Das ist eine Maske. Also, was hältst du davon? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Danke, Kleiner. Also, kann ich jetzt das Messer haben? Tja, warum eigentlich nicht? Oh Gott! Aber geh damit verantwortlich um. Du möchtest damit doch keine Menschen ausnehmen oder so. Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit auf den Text geachtet und habe jetzt erst das mit dem Gesicht gesehen. Das sieht ja furchtbar aus. Übrigens. So. Okay, was haben wir denn hier? Das ist abgeschlossen. Guck mal hier. Hey, ein Kühlschrank. Die Tür ist verschlossen. Ich würde es hassen, da drin eingeschlossen zu sein. Der Typ ist eine Fledermaus. Fledermäuse hängen gerne Kopf unter. Er ist eine halbe Fledermaus. Sein Papa war eine Fledermaus. Die heißt Gustav. Gustav und Maria haben sich getroffen und als Maria schwanger geworden ist von Gustav, da ist ein normaler Mensch rausgekommen. Sah menschlich aus und all sowas, aber ist kein normaler Mensch. Er hat manchmal so Eigenarten wie eine Fledermaus. Gustav ist wie eine Fledermaus und hängt sich zum Schlafen an die Decke. Warte, was? Ja, er wurde nach seinem Vater benannt, Gustav Junior. Hm. Ja, ich habe ein Messer. Was mache ich denn jetzt mit dem Messer? Ah, warte mal. War hier noch irgendwas mit dem Loch? Aber das Papierding. Hey, jetzt hast du dein Wahlen gefunden. Papier. Wand. Oh Gott. Dieses Gesicht, ey. Sieht aber gar nicht mal aus wie so ein Schlechter. Kriegst du den Verderben ins Gesicht. Was? Es tut mir jetzt echt leid, Wand. Aber das ist auch zu deinem eigenen Wohl. Dam, dam, dam. Ah, das sieht hier drin echt gruselig aus. Das kann ich hier nicht benutzen. Oh. Ich dachte, das war das Problem. Yo! Wie geht? Und echt gruselig. Hätte Mundgulli. Hast du was gesagt, meine Liebe? Nein! Ich hatte schon hier Mundgulli. Das Ding, weil ich so viel trinke, wegen Vorlesen und roter Hals. Das Ding lebt?
Wie hast du mich genannt, meine Liebe? Nix. Ding ist nicht mein Name. Ich bin die Lady an der Wand. Und wen habe ich hier vor mir? Was? Dein Name, meine Liebe. Oh, Lucia. Das ist ein merkwürdiger Name für ein junges Mädchen. Meine Mama sagte, dass das ein strahlender Name ist. So ein strahlender Name. Sag, Lucia, warum bist du hier? Ich und meine große Schwester wurden von irgend so einer Hexe entführt. Deine große Schwester? Und wie heißt sie, meine Liebe? Sie heißt Sandria. Aber Sombria schon. Das klingt, als hätte deine Schwester ganz schön Ärger. Ach, das glaube ich nicht. Wir warten nur noch darauf, dass uns jemand nach Hause bringt. Lucia, sie wird euch nicht gehen lassen, bis sie hat, was sie will. Aber vielleicht kann ich euch helfen. Okay. Wie das? Wie wär's mit einem Deal? Du bringst mir etwas, was ich will. Und ich sage dir, wie ihr hier rauskommt. Okay, klingt fair. Aber wenn du mir etwas bringst, das ich nicht will, dann werde ich dich fressen. Klingt das gut? Nein. Meine Liebe, ich glaube, dir bleibt nichts anderes übrig. Und jetzt geh, bring mir etwas in Richtung Tradition. Fisch? Warte mal, warte mal. Ich hab jetzt, bin nervös geworden, warte. Lass mich mal ganz kurz. Speichern? Ich weiß nicht, was passiert. Ich werde ihr versuchen, den Fisch zu geben. Tradition. Sushi. Hat Fisch Tradition? Hm? Ui. Oh, schau dir das an. Ein toter Fisch. Glückwunsch, Lucia. Du hast mir gebracht, was ich wollte. Oh Gott. Diese Stimme macht mich jetzt... Oh Gott. Und jetzt werde ich dir helfen. Um diesen Ort zu entkommen, musst du den geheimen Weg der Hexe finden. Du kannst diesen Weg an der Rückseite im Baderaum. Nimm diese Fliese, sie ist einer der Schlüssel zu deiner Flucht. Und jetzt geh, ich werde langsam hungrig. Tschüss. Oh Gott. Sorry. Ich muss gerade was trinken. Oh, das ist anstrengend. Kann ich meine Schwester mitnehmen? Kann ich auch nicht hier lassen. Ah. Du wirst gar nicht wissen, wie ich hier die ganze Zeit saß und diese Stimme gemacht habe. Ich sah aus wie besessen. Zum Glück habe ich keine Facecam. Diese Lady... Warte mal. Nee. Das war, glaube ich, hier. Hier.
Danke. Wo denn? Warte mal, wie sieht die denn aus? Hä? Hä? Hatte ich nicht die Fliese? Da fehlen die Fliesen, wo eigentlich die Augen sein sollten. Was jetzt? Oh, sieht aus, als wird es gleich nicht gut enden für mich. Lucia, es ist schön, dass du zu uns gekommen bist. Halt! Stopp! Lass sie gehen! Lucia, lauf einfach! Raus hier! Hör auf deine Schwester, Lucia. Vielleicht schaffst du es dann gerade noch so lebendig hier raus. Ich werde nicht ohne meine Schwester gehen. Lucia, ich liebe deinen Mut einfach. Aber mal im Ernst, was wollen sie schon machen? Etwas, was dir nicht gefallen wird. Vielleicht so etwas wie das hier. Sabria! Ups. Tut mir leid, Lucia, aber sie gehört jetzt mir. Was hast du Sabria angetan? Sie verwandelt sich. Ich werde ihren Körper für mich behalten und sie hier lassen. Mit den anderen. Verwandle sie zurück! Es tut mir leid, Lucia, aber die Verwandlung ist bleibend. Sie ist nicht länger deine Schwester. Da liegst du falsch. Lucia, beeil dich. Wir können hier durchfliehen. Fluch. Oh, was passiert mit mir? Was bin ich geworden? Hat sie dir angetan? Du siehst anders aus. Ich weiß, Lucia. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Sag grad einfach mal gar nichts, Lucia. Lass mich einfach einen Moment allein. Aber du wirst immer alleine sein. Naja, kann eben nicht allein sein, wenn du gerade da bist. Was immer mir. Was habe ich getan, um so etwas zu verdienen? Ah, was ist denn da los? Hey! Da ist etwas Glänzendes dran. Aber ich werde da garantiert nicht meine Hände reinstecken. Ich muss einen anderen Weg finden, da irgendwie heranzukommen. Oh, wow. Hä, wofür hatte ich ein Messer nochmal gehabt? So! Ah. Ich kann da drin etwas Schlimmeres sehen. Aber ich werde meine Hand da garantiert nicht reinstecken. Aber da etwas Langes, um daran zu kommen. Da ist eine Tür auf der anderen Seite. Aber ich glaube nicht, dass ich da einfach rüberspringen kann. Vielleicht kann ich irgendwie eine Brücke bauen. Metallkabel, das auf dem Wasser schwimmt. Das könnte ich rausangeln, wenn ich doch nur eine Angel hätte. Ich könnte das Holz hier benutzen, um eine Brücke.
Brücke zu bauen. Das sieht aber irgendwie ganz schön alt aus. Ich muss einfach darauf hoffen, dass es nicht kaputt geht. Aha! Das muss der Weg hier raus sein. Aber es ist abgeschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Faszinierend. Nimm mal. Da. Okay. So. Ich hoffe, dass das so hält. Ich will nicht schon wieder nass werden. Süß. Oh! Hier muss auch irgendwo ein Schlüssel sein. Ich kümmere mich schon darum, Zombie. Das verspreche ich. Sache ist die, was hat denn jetzt die Lucia so großartig getan, dass da gesagt wird, das ist alles deine Schuld oder irgendwie, hä? Check ich nicht. Oh, meine Nase. Hey, super! Was für ein cooler Magnet! Hey! Was macht denn dieses hier? Eine Wasserstandsanzeige? Hier scheint der Strom zu fehlen. Ah ja. Dafür brauchen wir wahrscheinlich das Kabelchen. Das kann ich hier nicht benutzen. Okay, okay, cool. Hoffentlich ist das glänzende Ding da unten aus Metall. Oh, das hat funktioniert. Das ist ein Metallrohr. Vielleicht wird mir das irgendwann nochmal nützlich sein. Das erspart mir meine Hände zu benutzen. Was ist das? Eine Angelschnur? Was für ein Fisch findet man da denn da unten? Da. Die Pixel von den Steinen, das. Kann man das nicht... Das kann ich hier nicht benutzen. Kann man... Ja, kann man Dinge nicht kombinieren? Metallrohr, Angelschnur, gleich Angel? Verstehst du das? Verstehst du meinen Gedankengang? Ich spreche die Schwester an und sie... Okay. Was, ne? Mehr ist ja nicht. Kann man Dinger? Kann man die Dinger nicht kombinieren? Ah, finde ich belastend. Hä? Also, mehr kann ich ja hier nicht tun. Warte mal. Ganz kurz gucken. Steuerung. Bewegung. Nee, man kann anscheinend nicht kombinieren. Schon sagen.
Ach Gott.